So, meine Lieben, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Ich habe euch mal wieder eine Folge zusammengeschustert, über eine Stunde, eine Stunde Content in einer Frequenz, die die Welt, die YouTube-Welt so noch nicht gesehen hat, glaube ich. Genießt die Scheiße. Genießt die Scheiße. So, meine Lieben, wunderschönen guten Morgen. Wir befinden uns hier im Juni 2018 beim Olympfestival, veranstaltet von Merlin. Der hat da einfach wirklich sowas von dick aufgefahren. An der Stelle auf jeden Fall erstmal Props an Merlin auf jeden Fall. Krass, was der da gemacht hat. Hat ein unfassbares Lineup auf die Beine gestellt. JAW gegen Finch. Ich habe gegen Davy Jones gebattelt. Greg Pipe gegen Jizzy. Was war noch? Kato gegen 4-7. Und dann gab es noch so ein paar Live-Acts dazu. Der hat Morlock Dilemma gebucht. Fahrt gebucht, glaube ich. War PS Sports auch da? Irgendwie solche Leute waren auch da. Und nicht zu vergessen natürlich ein legendärer Live-Auftritt von den Gebrüdern King, die live wirklich übelste Maschinen sind und sich da voll was Nettes überlegt haben. Wer das noch nicht gesehen hat, zieht euch mal bitte deren Freestyle gegeneinander rein. Ist auf jeden Fall Bombe geworden. Bei www.fremdscham.de müsste das eigentlich auch noch online sein. Wir haben jetzt hier Jizzy gegen Greg Pipe, habe ich mir hier ausgesucht. Wir lassen am besten einfach mal Gian, glaube ich, das Wort ergreifen. Takeover, ich freue mich hier zu sein. Macht mal Lärm für das Olympfestival! War auch auf jeden Fall eine kranke Kulisse, also es war so ein richtig geiles Ding. Was man da jetzt sieht, ist die ganze Halle. Dann am Bildschirm rechts raus haben die so einen schönen Außenbereich gehabt mit Barbecue und Chillen, Millen, Grillen. Super geil gewesen auf jeden Fall. Es waren, glaube ich, lass mich nicht lügen, 1300, 1400, 1500 Leute da, ungefähr von 1,3 bis 1,5. Auf jeden Fall die größte Battle-Rap-Crowd, die es so jemals gab, weil wirklich alle waren, wie sich später herausstellen sollte, für die Battles da und keiner für die Live-Acts. War ein bisschen so ein Fehlbooking, aber gut. Und das beim allerersten Mal, ne, als Merlin das gemacht hat, Olymp-Festival und dann auch noch in Mörs. Ne? Und das, ich weiß nicht mehr genau, wie die Location hieß, aber es war auf jeden Fall so verwirrend, dass es noch eine ähnliche Location gibt, wo erstmal fast alle hingefahren sind und dann in die richtige Location gekommen sind. Also es ungünstigste Umstände auf jeden Fall. Dafür war es auf jeden Fall richtig geil, richtig voll. Also voll wären, glaube ich, 1,8 hätten vielleicht reingepasst, schätzungsweise. 1,4, 1,5 waren da. War auf jeden Fall eine Bombenstimmung, war geile Akustik, geiles Setting auf jeden Fall auch. Und ich meine, das hier wäre auch das letzte Battle des Abends gewesen, als Main Match quasi. Mal sehen, ob es auch hier klappt. Seid mal jetzt alle ruhig! Ja, guck mal, Alter, wie geil das gemacht ist, Alter, mit den Bildern von den Leuten da oben, Name eingeblendet, LED-Strahler, also das ist schon echt geil. Das Einzige, was noch fehlt, ist so ein bisschen mehr, dass die Leute noch hinter den MCs stehen, aber so, das Bild ist auf jeden Fall Killer, da kann keiner was sagen. Fürs erste Mal sowieso grandios, aber auch so steht es den anderen Sachen nichts nach, auf jeden Fall. Wir kommen hier zum letzten Match. Ich stelle mal erst den MC zu meiner Rechten vor. Einer der jungen Garde, der... Da sieht man auch hier, also Greg Pipe, der ehrenwerte Gian, Jizzy, Twizzy haben wir hier, MC Twist. Da haben wir den roten Kollegen von Mighty Mo, der immer so böse guckt von Needle Nip. Hier haben wir Mighty Mo. Das müsste Cassius Clay sein. Das müsste Virus sein. So vieles schon geleistet hat, einige Battles auf dem Kerb. Ach, da haben wir hier hinten noch im Sommerlook den vollschlanken Goiner. Auf dem Kerbholz hat. Da haben wir Jarambo. Also ist schon wirklich, sind echt viele, ich glaube, das müsste sogar, könnte Tobi Nice sein. Sind echt viele Leute Macht da. Mal Lärm für Jizzy! Und Jizzy natürlich auch schon vollkommen zurecht seit, glaube ich. Lass mich nicht lügen, 3 Jahren, seit 3 Jahren wirklich im Game, gehypt as fuck, aber wie der Polacke schon mal gesagt hat, Hype muss man sich auch verdienen und es ist ein Unterschied, ob du einen Hype hast oder ob du wirklich einfach krass bist und er ist einfach krass, heißt, der streckt seinen Hype einfach, einen Hype hast du am Anfang,
So, LBB hatte einen Hype. Goiner hatte mal einen Hype. Wer hatte noch einen Hype, Alter? Weiß ich, aber das sind halt so Eintagsfliegen. Ne? Das sind so, die haben einmal, macht's Bock, den Namen zu schreien, weil das halt Freaks sind, die ein bisschen vernünftige Lines spitten. Und irgendwann wird aber aus diesem Namen schreien, wenn du halt gut bist, so ein richtiges Ding. Und dann machst du halt über 3, 4 Jahre, versuchst du auf dem Niveau zu bleiben, steigerst dich mal, mal bist du drunter, aber du bleibst auf diesem überdurchschnittlichen Niveau. Und deswegen sind das in dem Sinne auch keine Hypes mehr und da kann auch keiner mehr von reden, nach dem Motto, ja, Dicker, der ist doch gehypt und der nicht. Nee, der ist einfach nur krass. Deswegen feiern die Leute den. Und dazu kommt, dass der wirklich likable as fuck ist. Deswegen den Namen ruft man. Leute rufen einfach gern Jizzy. Der steht da immer voll nett und so. Und so eckt nirgendwo an, bringt gute Punchlines, unterhält die Leute, kommt sympathisch und nahbar rüber. Und dann ist man halt irgendwann Publikumsliebling so und muss das aber auch durch Leistung untermauern. Weil wer sich an das erste BMCL von Jizzy erinnert, da war auch schon Hype da. Aber da hat er das erst im ersten BMCL von dem, wurde er auseinandergenommen. Wurde der 3-0 ausgezogen, wurde er ganz klar geschlagen von, wie heißt nochmal der Schreihals, Alter, der Poetry Slammer? JJ Glünderling, genau. Und so. Ne, der hat ihm der Hype auch nichts mehr genützt. Also das ist ja, danach hat er sich das aufgebaut. So deswegen, also ein Hype ist kein Hype mehr, wenn er über, keine Ahnung, über ein Jahr geht. Sagen wir mal jetzt einfach mal so. Deswegen vollkommen verdient auf jeden Fall, dass die Leute ihn bejubeln. Den MC zu meiner Linken, der auch gleich anfangen wird. Eine Legende aus der alten Zeit. Als Offenbacher muss ich das wertschätzen auf jeden Fall. Macht mal Lärm für Greg Pipe! Greg Pipe war da gerade auf so, hatte glaube ich so ein bisschen so einen Streak vorgehabt. Gerade hat da 3 Monate vorher mich auf jeden Fall, es war zwar unjudged, aber der hat schon gewonnen gegen mich, gar keine Frage. Ich habe auch 2-mal gechoked. So. Und jetzt steht der nächste von den gehypten Leuten oder von der Spitze des deutschen Battle Raps vor ihm. Und ich war auf jeden Fall gespannt. Ich fand es ein geiles Matchup, weil es so ein bisschen ein Clash of Styles ist. Finde ich auf jeden Fall geil. Ich stand da irgendwo hinten. Das Battle beginnt hier auf der Seite. Mehr seid jetzt gespannt. Seid mal jetzt alle ruhig. Alright, rest in peace, Basic. Mein Name ist Greg Pipe. Manche hier kennen mich schon, manche auch nicht. Für viele hier bin ich vielleicht ein unbekanntes Gesicht, denn ich komme aus einer Zeit, die liegt schon lange zurück. Fuck, so lange zurück, da sind die meisten von euch hier gerade mal aus ihrer eigenen Mama geschlüpft. Ach was, streich das, vergiss es. Ich komme aus einer Zeit, die liegt verdammt lange zurück. Fuck, so verdammt lange zurück. Mann, ich hab schon MCs back nach Valhalla geschickt. Da hatte DJ Ötzi gerade seinen ersten Ballermann. Hit und Kollege und Farid Bang haben auf der Bank gerade mal die leere Stange gedrückt. Ich bin alte... Ah, da hinten ist auch Fahrt, sehe ich gerade. Hier mit der Cappy ist Fahrt. Der ist natürlich krass, Alter. Der war schon immer eine und ist und bleibt eine Maschine. Und gegen krasse Reimtechnik und diese Patterns und die Vortragsweise kannst du dich halt nicht wehren. Das ist halt einfach zu feiern. Und viele wollten schon vorher feiern, bevor der angekommen ist, bei Stange gedrückt. Weil es einfach so nice ist, ne? Stange gedrückt. Das ist einfach... Greg Pipe hat wirklich diese Betonung, dieses Jambus Trocheus, das hat er gefressen. Der ist auch wirklich so ein Nazi, dass der wirklich so schreibt. Nur das hört man auch raus. Der hat einen ganz eigenen Tonus auf jeden Fall und das ist krank. Also es gibt keinen, der das so sauber und schön klingend machen kann wie Greg Pipe halt. Und Lines hat er halt auch noch dabei. Deswegen ist ein Bombeneinstieg ins Battle auf jeden Fall gewesen. Die Schule ist fuck, Diggi. Aber ich kassiere mit Battle Rap immer noch Paychecks. Mein Style ist mal straight edge, mal laid back auf. Und Greg Pipe natürlich auch, wie man weiß, wenn man ihm, mit ihm schon mal geschrieben hat oder ihn schon mal, auch von den Battles könnte man es auch eigentlich so ein bisschen erahnen, ist todesinfiziert mit dem Anglizismen-Virus. Also es ist wirklich teilweise 50-50, das ist echt krass. Facepacks, aber auf jeder Stage fresh, Danny für mich Main Match, denn ich geb Heads, Brains, Zaps, wie als lässt ein depressiv erkrankter Mensch für zu lange Zeit seine ADs weg. Shoutout Jota, Baby, aber jetzt zu ihm hier. Aber jetzt zu ihm hier. Mr. Immer Positiv. Easy E's lebendiger AIDS-Test. Ey, yo, Jizzy, mein Nizzy. Jizzy the Kid. Justin Kindergeld. Ich weiß. Du kamst heute hier, um diesen Greg Pipe derbe zu ficken, aber ich, Mann, lass mich ehrlich sein, ich würde dich einfach nur gerne mal drücken.
Mann, du kleiner, süßer, schnuckeliger, knuddeliger Knuffelbär. Mann, ich muss echt aufpassen, dass wenn ich Leute rausgehe, die Leute nicht glauben, dass ich vom Andernufer wäre. Dich zu dissen wird echt schwierig, Bro. Denn kleiner, ich finde dich beinahe noch sympathischer als Lyriko. Mann, ich hab gehört, die beiden von Team Reiben streiten schon um das Weiten von deinem Pfirsichpo. Gott, ist dieses Pummelchen sweet. Ich sehe es bildlich vor mir. An Fasching steckt ihn seine Mutter immer in dieses zuckersüße Hummelkostüm mit kleinen Flügelchen auf dem Rücken und roten Bäckchen und so. Er saß da in seinem kleinen Kindersitz und spuckte auf sein rotes Lätzchen und so. Mami sagte, Justin, hier kommt der Flieger. Bzz, mach den Mund auf, mein kleines Schätzchen und so. Oh mein Gott, ich schwöre, ich hätte damals alles dafür getan, um so einen kleinen Bruder wie dich zu haben. Aber wir alle wissen, die verfickte Welt ist nicht fair und so leid es mir tut, ich muss dich nun begraben. Deswegen lass uns direkt starten mit einer der elementarsten Fragen an diesem überragenden Abend. Na Justin, du Pflaume, alles Banane? Wie geht's in deiner Rübe? Oder sollte ich vielleicht doch lieber sagen... So, und hier beginnt Greg Pipe ein... Richtig... Obst-Scheme oder Frucht-Scheme. Aufgepasst. Mit einer der elementarsten Fragen an diesem überragenden Abend. Na Justin, du Pflaume, alles Banane? Wie geht's in deiner Rübe? Oder sollte ich vielleicht doch lieber sagen Tomate? Alles okay nach dem letzten TTT oder tut es noch ein kleines bisschen weh? Mann, falls ihr das nicht versteht, die Früchte seiner Arbeit lassen seine Birne öfters gerne mal rot aussehen und man erzählt, nach seinen Rittens hat er öfters Bock auf Quitten, denn er erntet gerne saftige Ohrfeigen aus der Obstallee. So, und das verstehen natürlich die wenigsten jetzt nicht, Nidal Nippern war da auch, die wenigsten nicht, weil Jizzy hat sich im Battle gegen die Polacken ja erdreistet, irgendwie was gegen die Hut vom Polacken zu sagen. Das ist halt diese Straße, Obstallee. Und danach gab es wohl ein bisschen Stress und deswegen hat Greg Pipe jetzt dieses Obst-Früchte-Ding halt aufgezogen. Pflaume, Rübe, Birne, Tomate, Früchte seiner Arbeit und so. Hat er sehr, sehr geil gemacht. Das Ding ist nur, dass halt fast keiner im Publikum das weiß, weil es halt Insider sind. Also ein paar von den Jungs da hinten sind auf jeden Fall am Lächeln, aber die meisten checken es halt nicht, weil die Story halt nicht kennen. Bad fucking story, bro, true story though. Mein kleiner Homie hier musste letztens in den sauren Apfel beißen und ich mein kein Granny Smith zu fressen. Er bekam was auf die Nuss, denn mit ein paar Beeren aus Berlin ließ sich einfach nicht gut Kirschen essen. Shit, Personal ist direkt aus dem Untergrund des Hades, Alter, aber fuck it, let's get back zur Sache. Mann, ein Drecksmatch gegen Fresh Polacke fand ich echt zu kacke, ich mein. Du warst recht okay, aber Resümee, du bekamst auch nicht viel mehr zu hören als Pakurva und Payebote, aber heute heißt es in Deckung gehen, denn du stehst vor dem Chef im Game und jetzt wirst du abgezogen wie so ein alter Drecks-VW von einem 710 PS Chevrolet Corvette Coupé. So, Cassius Clay mutiert da hinten zur Miniaturversion von Brian Damage. Du bist vor dem Chef im Game und jetzt wirst du abgezogen wie so ein alter Drecks-VW von einem 710 PS Chevrolet Corvette Coupé. So, und der feiert schon hier und dahinter steht Cassius Clay und der macht einfach jetzt so, als ob er sie lang... Der haut einfach ein Torjubel raus. Ja, hier ist Greg Pipe 069, fick Jizzy 513, ey yo, Mörs 447, besser ruft die 112 oder gleich die 110 und meldet's dem Revier. Und ganz kurz, also das ist jetzt zum Beispiel gar keine gute Punchline, ne, du wirst abgezogen wie das und das von einem Chevrolet Corvette Coupé, aber das Ding ist, es geht ja nur um die Technik und das Reimen, deswegen die Frage, letztens PA Sports, hat ja da auch im Interview gesagt oder gefragt, ob man noch mit Flows oder irgendwie so mit Rap-Technik überhaupt was erreichen kann. Ja, kann man, wenn man es clever einstreut, wie Greg Pipe das hier gerade macht, weil es ist de facto keine krasse Punchline, es ist ein ganz normaler Pups-Vergleich, aber krass gerappt und krass gereimt. So, darum geht's. Corvette Coupé. So, aber heute heißt es in Deckung gehen, denn du stehst vor dem Chef im Game und jetzt wirst du abgezogen wie so ein alter Drecks-VW von einem 710 PS Chevrolet Corvette Coupé. So. Mann, hier ist Greg Pipe 069, fick Jizzy 513, ey yo, Mörs 447, besser ruft die 112 oder gleich die 110 und meldet's dem Revier, denn noch zwei, drei Zeilen von mir, dann haben wir eine verkohlte Leiche hier, Verbrennungsgrade 1 bis 4.
Shit. Ich glaube, Cassius Clay ist gerade gekommen. Achte mal drauf. Du kommst gerade 1 bis 4. Hier. Shit. Ich hoffe, deine 22 Hirnzellen zählen für dich mit und sehen die Verschwörung, die dich trifft, denn das ist mein 23. Battle. Und ich mutiere gerade zum bösen Mann in Split, wenn aus ihm die 24. Persönlichkeit austritt. Und du glaubst allen Ernstes, du fickst mich, du Spinner? Sag mal, bist du behindert? Ey, Digga, willst du mich gerade verarschen oder was? Ich fühle mich echt ein bisschen wie Jesus im Schwimmbad. Ihr seid alles kleine Fotzen in meinen Augen, aber Spaß, Alter. Aber real talk, der Typ ist wirklich eine kleine Pussy. Ich meine, er zieht vor Battles dreimal am Jointen, verpasst dann seinen Einstieg auf Beats, weil er glaubt, er wird taub. Ich schwöre, übel verpeilt der Lauch. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn der arme Kerl mal einen ganzen Dübel alleine raucht. Ey, yo, Nervenzusammenbruch, Intensivstation, psychologische Betreuung. Finger weg vom Weed, mein Sohn. Ey, oh Jizzy, scheiße, verträgst du das nicht? Aber ey, ich geb dir einen Tipp. Weil dich ja eh so wenig schon schickt und du auch so down mit der Obstallee bist, vielleicht sind ein paar Strains vom neuen 0,2% THC-CBD-Hanfblütentee-Obstsalat von Marvin Game was für dich. An der Stelle auf jeden Fall Shoutout an Marvin Game. War ich auch dabei, ist ja ein Kollege von mir, war auch dabei, als die Hanfbar hier in Berlin eröffnet hat, hat er seinen Obstsalat, dieses CBD-Zeug da, vorgestellt und das holt Greg Pipe jetzt raus und schenkt dem Jizzy das, damit er nicht mehr so, weil er erzählt gerade die Story davon, wie Jizzy wirklich mal bei Rapper Mittwoch auf der Bühne stand und kaum klar kam oder auch gesagt hat, boah, ich bin voll dicht und so und er hat einfach nur zwei, dreimal am Joint gezogen. Ich kann da nichts zu sagen, weil ich glaube, wenn ich dreimal dran ziehen würde, keine Ahnung, wäre ich entweder ein Gott oder ein Haufen Kacke auf der Bühne, so, keine Ahnung, wie ich darauf reagiere, ich weiß es nicht, aber das zum Thema auf jeden Fall, was Greg Pipe gerade angesprochen hat. Das ist nice, Bruder. Aber nicht alles auf einmal, sonst kriegst du Hörsturz, du weißt, Alter. Ey, aber eigentlich ist es auch scheißegal, denn mittlerweile hier ist unser Junior bei jedem Freestyle-Battle so dicht. Shit, ich weiß echt nicht, ob der Einfluss von deinem Homie Finch und seinen Songs so gut für dich ist. Jizzy, für mich bist du Cindy aus Marzahns fleischgewordener Kinderwunsch. Ein Blick in deine Visage und ich denke automatisch an Erdbeerkäse, Kindermilch und Schinkenwurst. Ey, yo, real talk, ich meine, du wurdest doch auch dort irgendwo geboren, Terrorium Berlin-Hellersdorf, oder etwa nicht? Hä? Halt, stopp, jetzt rede ich! Ey, yo, Jizzy. Das ist wirklich das erste Battle, glaube ich, in dem Greg Pipe, also mit dem Mikrofon, in dem Greg Pipe so ein bisschen acted. Also sonst, Delivery ist ja immer was, ist was anderes, also Delivery ist, wie du deine Lines halt performst und so pipapo, aber da acted er das erste Mal auch ein bisschen. Das ist ja auch was, was ich in dem Battle, ein bisschen ihm vorgeworfen habe, dass er halt ein 2D-Rapper ist, so ein Klassiker, der einfach nur aus, ihr seid das Publikum und der macht einfach nur so auf den Gegner, du. Aber das sind Leute, die wollen bespielt werden, hat er am Anfang zum Beispiel gemacht, hat er sonst noch nie gemacht, sich zu den Leuten drehen und für die Leute was machen auf der Bühne. Und hier hat er super viele moderne oder beziehungsweise aktuelle Referenzen drin, hat er sonst auch nicht so oft. Und dass er halt wirklich auch Pausen lässt und ein bisschen acted, ein bisschen den spärlich vorhandenen Humor an die Oberfläche kommen lässt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und zeigt auch, dass man sich selbst nach 10, 11 Jahren im Game, on top of the game, auch immer noch ein bisschen was steigern kann und was dazulernen kann. See, my man, just one final thing. I heard you from the hood and you're very good. But why have you beim Battle Cynic vs. Disaster so gelooked like you have only train station understood? Ja, Diggi, von wegen you, Jizzy, international. Man sagt dein Eltern mal, die sollen dir endlich mal den Englischkurs bezahlen. Jeder hier sagt doch, du bist nicht der Hellste, wie so ein trüber Weißwein. Also mach doch mal was Vernünftiges mit deiner Freizeit. Mach mal was Vernünftiges mit deiner Freizeit. Das Einzige, was wir zwei teilen, wir beide haben eine IQ wie ein Stein. G-Pipe, time. Mach mal Lärm für Greg Pipes erste Runde! Fand ich eine überragende erste Runde. Hat sehr, sehr viele Sachen da reingepackt. Die gingen auch relativ lange. Also sind jetzt bestimmt, wie lange gingen die jetzt? 5 Minuten? Minimum 5 Minuten. Super viele Punkte, Angles mit reingepackt. Super viele Varianten. Vielleicht schon ein bisschen zu viel so. Fand ich aber Bombe. Richtige Killer-Runde auf jeden Fall. Und klar, dass er anspricht, dass Jizzy kein Englisch kann. So. Wer das Battle hier von mir gegen Disaster gesehen hat,
Ja, das ist schon wirklich, also er und ein Kollege aus Moabit haben da wirklich, Alter, ist wirklich krass. Ist mir auch unverständlich, wie, also was man in der Schule machen muss, um wirklich gar, also gar kein Englisch zu verstehen, ist echt krass. Mörs, das war schon sehr geil. Jetzt kommt die erste Runde von Jizzy. Yo, Gregor, du hast ästhetische Reime und bist redegewandt. Ich mache ein Loch in den Boden, damit ich im Stehen pissen kann. Was soll ich sagen? Ich habe ein paar Battles von Crackpipe geschaut und danach Tutorial-Videos, wie man eine Crackpfeife baut. Ich sah Feuer über Deutschland und dachte aller miese Parts, bis mir jemand gesagt hat, dass das alles keine Freestyles waren. Du bist Battle-Rap sein Vater? Dann zahle mal Alimente. Das ist NRW, ich komme mit 20 Kanaks um die Ecke und Crackpipe bekommt Angst um seine Rente. Ich wollte eigentlich keine oberflächliche Line bringen, die sein Alter betrifft, aber du bist so alt, du hast Interviews mit Toxic geführt, da hatte der noch weniger Bartwuchs als ich. Real Talk, ich war in der Grundschule beim Fotograf, parallel dazu Crackpipe gegen Fahrt, altersbedingt. Altersbedingt werde ich auch keine Line über deine Mama machen. Bei der liegt so oft Stroh rum, die könnten eine Farm aufmachen. Benutzt Jizzy keine Durex-Kondome, gibt es einen exponentiellen Anstieg der Hurensohnquote. Benutzt Jizzy keine Durex-Kondome, gibt es einen Anstieg der Hurensohnquote. Das heißt, Jizzy fickt Huren. Jizzy zeugt Hurensöhne, heißt das. Oder? Sehe ich das falsch? Nee, ne? Aufmachen. Benutzt Jizzy keine Durex-Kondome, gibt es einen exponentiellen Anstieg der Hurensohnquote. Ja. Aussage von der Punchline ist: Ich ficke Huren und sorge dafür, dass Hurensöhne auf die Welt kommen. Mittlerweile kommen Leute und sagen, erzähl mal Gangstergeschichten. Sechste Klasse habe ich Lehrer aus dem Fenster geschmissen. In der Schule habe ich viel Lebenszeit verschwendet, denn anstatt zu lernen, wollte ich meine Mitschüler lieber mit Geodreieck blenden. Mittlerweile bin ich ein Student und mache auch kein Geheimnis daraus. Doch immer wenn ich das erwähnt habe, hat mir irgendwie keiner geglaubt. Scheiß mal darauf, ich kann rechnen, du Minushure. Meine Karriere E-Funktion, deine Karriere Sinuskurve. Sehr geiles Ding auf jeden Fall. Das sind Punchlines, da kann ihm auch keiner was vormachen. Und vor allem, was das Krasse bei ihm ist, ist halt die Schlagzahl, ne? Der benutzt super wenig Worte, hat auch nicht so einen krassen Wortschatz, aber kommt immer so quasi der Sido des Battle Raps, ne? Simpel, kurz, auf den Punkt. Und weil dann sagen Leute, ja, das ist doch voll so, das kann doch, der macht doch nur so. Mach mal so. Mach mal so wie Sido oder mach mal so wie Jizzy. Komm mal mit so wenig Worten auf den Punkt, dass die Leute das verstehen und feiern. Und genauso macht er das im Battle Rap. Super wenig Worte, keine Schnörkeleien, nichts um die Ecke, keine Ahnung, da muss man jetzt clever für sein oder so. Kurz, knackig, auf den Punkt und treffend. Punchline, 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 Punchline. So. Bombe. Und der spricht natürlich auch, der weiß ganz genau, wie alt ungefähr das Publikum da ist und passt das so ein bisschen an, dass die Referenzen alle stimmen. Also bei ihm ist es super selten, dass der Fehler passiert, dass irgendwelche Referenzen zu, keine Ahnung, Filmen, Comics, Musik, irgendwas, Videos oder so rauskommen, die dann halt verfehlen, weil die Crowd es nicht versteht. Also seine Referenzen-Game ist auf jeden Fall Bombe. Und guck mal. Der bringt eine Punchline, also jetzt eine gute Punchline, eine krasse Punchline in den Battle. Leute rufen Jizzy, Jizzy, Jizzy. Greg Pipe macht das seit 11 Jahren auf demselben Level Minimum, aber keiner ruft Greg Pipe. Das ist einfach nicht die Generation. So, das ist einfach so. Manche Leute sind halt mehr likable als andere. Studentenshit. Ich nehme deine Frau auf Ticket von Semester mit. So, ganz kurz. Aber wer soll so eine Punchline bringen? Wenn ich die bringe, ist die nicht lustig. Wenn Greg Pipe die bringt, ist die auch nicht lustig. Wenn Whitey Mo die bringt, ist auch nicht lustig. Die muss
so ein deutscher Kenneck angehauchter Typ bringen mit so einer Stimme. Nur dann passt das. Sonst passt das einfach nicht. Wenn LBB das sagen würde, würde es auch nicht passen, weil zu dem passt es nicht, dass er falsches Deutsch spricht. So, das ist einfach, das kannst du nur bringen, wenn du halt wirklich der Jizzy bist, du bist der Justin, du hängst mit Kennex ab, Studentenshit, ich nehme deine Frau mit Ticket von Semester mit oder ja, einfach falsches Deutsch und zieht aber durch. Ist eine super Punchline, kann man nichts gegen sagen. Mit 40 Euro kann ich auf 2-Euro-Fach 20 Mal drehen und du bezahlst 3000 Euro, um ein Desaster zu sehen? Komm ran, zeig mal, was für eine Legende du bist. Mir geht's um Klicks, Fame. Warum battle ich dich? Kein Geheimnis, dass die meisten denken, dass du mich im Battle zerfickst. Auch kein Geheimnis, seitdem es höhere Gagen im Battle Rap gibt, dass man dich immer häufiger im Battle antrifft. Dafür habe ich ein Geheimnis, was so lächerlich ist, du Kevin-Gesicht. Du taust dein kommendes Diltili-Titelmatch gegen den Festival-Gig, weil dieses Frauenfeld hat Desaster gegen Damien ein Matchup gekriegt. Du bist loyal? Laber nicht, du Spinner. Vor einem Jahr hieß es noch, Ram ist voll behindert, die wollen meine Gage nur verringern. Heute rufst du Tierstar an und fragst, kann ich mit Desaster auf ein Zimmer? Fick Crackpipe, heute wird die Bitch gebumst. Du bist kein Pickel in der Fresse, doch offenbarst dein Inneres per Gesichtsausdruck. Deine Leute sagen, ich bin echt kein Gegner. Meine Leute sagen, du bist eine Crackpfeife. Mit Rechtschreibfehler. Von mir aus. Ja, hab ich nicht so gefeiert, aber das Ding mit dem, mit den Dings stimmt schon ein bisschen, was Jizzy da anspricht. Auch geil, dass er erstmal eine Runde macht, ja, ich kann Mathe und so, Semesterticket. Und dann aber ernst wird und sagt, aber lustig hier, ne? Erstmal verlangst du so und so viel Gage, sagst, Rapper Mittwoch ist voll kacke und dann, wenn Desaster dabei ist, kann ich mit dem auf ein Zimmer. So entscheid dich mal nach dem Motto. Entweder bist du pro Rapper Mittwoch oder Anti-Rapper Mittwoch. Das ist der Angle von Jizzy. Das ist nicht meine Meinung, aber es ist der Angle von Jizzy, den er da macht. Und es zieht auch, aber die Leute wissen halt nicht, was Greg Pipe hinter den Kulissen über Rapper Mittwoch gesagt hat oder was er ja verlangt hat oder wie er jetzt mal links und mal rechts war. Das weiß natürlich keiner, deswegen ist es schwer. So ein Engel müsste man eigentlich ein bisschen mehr ausschmücken und erklären, damit jeder im Raum auch Bescheid weiß. Von mir aus tätowier dir Free Scene an Jeans Gesicht, wenn ich 2 Jahre Battle Rap mache und du 13 Jahre, dann spricht das nicht für dich. Mann Allah, dein ganzer Style ist so nichtssagend und sollst du mich trotzdem zerreißen, du Mistmade, bist du nicht besser als die Schlampen, die meinen, dass sie mich kennen, obwohl wir nur einmal gefickt haben. Nach einem Nackenklatscher machst du einen zweifachen Salto, dass die Leute sagen, scheiß auf Ronaldo. Vielleicht rapp ich nur asoziale A-Cappella-Parts und gewinn damit im Dilt. Ronaldo, machst du einen zweifachen Salto, dass die Leute sagen, scheiß auf Ronaldo. Also es ist ein reiner Zweckreim, so. Das macht gar keinen Sinn. Ronaldo hat in seinem Leben ja noch nie einen Salto gemacht. Was ich an der Stelle sagen möchte, ist einfach nur mal, um meine Meinung hier einzuschreuen, Battle Rap unabhängig, total random. Es gibt übrigens nur einen Ronaldo und das ist der wahre Ronaldo, der Brasilianer Ronaldo Luis Nazario de Lima. Nur den gibt's. Ich glaube, geboren am 22. September 1976. Weiß ich nicht. Kann auch falsch sein. Mein Gedächtnis, ich habe viel im Kopf. Aber das ist der beste Stürmer aller Zeiten, für mich auch der beste Fußballspieler aller Zeiten. Deswegen, Ronaldo kann Rekorde aufstellen, Messi kann Rekorde aufstellen, aber es wird nie wieder so einen Stürmer, so einen Offensivspieler, so eine Maschine geben wie den richtigen Ronaldo. Hat mit Battle Rap nichts zu tun, aber es interessiert mich ein Scheißdreck, weil es ist mein Ding hier. Weiter geht's. Die Forum keine Klassensprecherwahl, weil niemand gönnt Erfolg. Jizzy dreht ein Joint. So dicke Knospen, Bisasam ist stolz. Und kein einziges Battle vergeht ohne Harry Potter Lines. Und natürlich lachst du wieder mal nicht, weil du aufgrund deines Alters nicht weißt, wer Bisasam ist. So, und das ist halt super clever, ne? Das ist wirklich clever. Super strategisch, super clever. Bringt eine Referenzline über Bisasam, eine Pokémon-Line, wo der weiß, okay, das sind junge Leute. 80% davon haben schon mal Bisasam gehört. 50% wissen wahrscheinlich, dass das irgendwas mit Knospen zu tun hat. Bringt den Vergleich, random Vergleich. Leute haben Relation, sind related damit, feiern das und
Er holt sie dann noch zu sich ins Boot und schließt Greg Pipe aus, indem er sagt, ja, weil du bist so alt, du weißt nicht, wer Bisasam ist. So, und dass Greg Pipe nicht darauf reagiert, ist, hat er natürlich Glück gehabt. Risiko so eine Line, aber ist auf jeden Fall belohnt worden dafür und kann dann noch einen Monster-Punch hinterher schieben nach dem Motto, wieder, du reagierst wieder mal nicht, weil du aufgrund deines Alters nicht weißt, wer Bisasam ist. So, super clever gemacht, obwohl es an sich einfach kein Diss ist. Ne? Also kein berufstätiger Mann über 30 muss wissen, wer Bisasam ist. Das ist so. Einfach nein. Einfach nein. Aber du holst die, du baust zu den Leuten eine Beziehung auf, ziehst die mit in dein Boot und trittst den Greg Pipe vom Boot runter. Das ist der Alte, wir sind die Jungen. Wir kennen Pokémon und der ist raus. So, das ist psychologisch Bombe. Ob es genauso gewollt war, ob der sich so weit Gedanken macht, weiß ich nicht, aber vom Gespür her war es auf jeden Fall richtig. Schande, wenn Leute mir sagen, hör auf mit dem Pornoseitenquatsch, das nervt extrem, das gar nicht mehr ernst zu nehmen und beweist nur, dass dir die Verse fehlen, sag ich, you Jizzy, hier könnte ihre Werbung stehen. Time. Schöne erste Runde von Jizzy, Burst, macht mal Lärm! Also ganz klar, eine Bomben-erste Runde von Jizzy, ich glaube fast ohne Fehler, ey. Schwer zu sagen, wer die jetzt gewonnen hat. Ich würde aber anhand der Crowd-Reactions, anhand der Punchline-Dichte eigentlich ein bisschen zu Jizzy tendieren, obwohl Greg Pipes Texte natürlich viel feiner und besser geschrieben sind und auch besser performt wurden. Aber im Battle Rap geht es halt im Grunde genommen um Treffer und da hatte Jizzy auf jeden Fall ein paar mehr. Jetzt kommt die zweite Runde von Greg Pipe. Alt, kein Plan, was aus dem Maul von dieser kleinen fetten Qualle kommt, ich mein hands down. Was haben wir hier? Ein kleiner Manakoi-Karpfen gegen den letzten überlebenden Megalodon. Mann, das hier ist nicht mal richtiger Ernst für mich, nur ein leichter Beweis meiner drastischen Stärke. Kleine Fische wie dich fress ich im Vorbeischwimmen, ohne dass ich es merke. You Jizzy ist eine Bewegung, ach Schwanz, Junge, eine Begegnung und You Jizzy ist meine Verpflegung. Bitch, bleib besser still, ich kill jeden deutschen Battle-MC, wenn ich will, ich bin King. Greg Pipe zu battlen gestaltet sich schwieriger als die Jagd nach Pablo Emilio Escobar Gaviria durch Medellin. Mann, jeder meiner letzten Gegner wird dir sagen, es stimmt, ich bin schwerer auf... Da erkennt man halt auch wieder den, Dingsbums, ne, den, Relaten-Ding, ne, dass, Jizzy bringt Pokémon-Vergleich, Jizzy, Greg Pipe bringt einen über Pablo Escobar. Aufzuhalten als der verdammte Zug in GTA 5. Und egal, was er gerade hier erzählt, ich hab Rapper dekadenlang gequält. Mein Name bürgt und steht für Premium-Qualität wie Steroide aus Kuwait. Mann, jeder Schwanz hat jetzt plötzlich dieses überkrasse neue Pen-Game. Mann, Junge, fick euer Pen-Game. Euer Pen-Game ist Fremdschämen. Jeder weiß, mein Pen-Game ist Endfame. Cobra keines Bitch. Diese Seife hier ist immer noch mein Dojo und ich bin der Sensei. So, wenn der, ich glaube wirklich, wenn er am Ende dann nicht noch dieses Ich bin der Sensei gesagt hätte, hätten nicht so viele gejubelt, weil auch viele nicht gecheckt haben, dass es einfach halt von Karate Kid, eine Referenz zum Karate Kid Film ist. Ne? Wir haben Battle, alles Kukubra, guck doch mal, ich hack dich klein wie Rucola. Der kleine Penner hängt doch nur den ganzen Tag mit Kennex in der Hookerbar und das einzige Buch, vor dem er mal länger als 5 Minuten saß, ist Book of Ra. Das ist Killer, das ist straight up Battle Rap, Alter. Guck mal, Attitude, Reime, Punchline, Aggression. Delivery. Guck doch mal, ich hack dich klein wie Rucola. Der kleine Penner hängt doch nur den ganzen Tag mit Kennex in der Hookerbar und das einzige Buch, vor dem er mal länger als 5 Minuten saß, ist Book of Ra. Boah, böse. Aber das Ding ist natürlich, Jizzy glorifiziert ja dieses Zocken selber. Deswegen kannst du jemanden, der Zocken glorifiziert, nicht vorwerfen zu zocken. Da muss man ein bisschen anderen Engel bringen. Aber die Punchline ist trotzdem Killer. Ah, guck mal hier, haben wir den süßen Muro. Hm? Die Pummelfee. Grüße, mein Lieber. American Poker, weil er denkt, er kriegt die Six Knots. Mann, Junge, fick dich doch, du bist doch schlicht ein Schmock. Mann, eine Schelle auf den Hinterkopf und dem Gesicht sein Topf und seine Ohren sind sizzling hot. Mann, ich hätte dir als dein Vater schon längst den Arsch... Auch, super Vergleich, aber
nicht so viele Automatenspieler im Publikum. Versohlt, mein Lieblingsforscher während der Kindheit war Indiana Jones, deiner das verkackte Book of Rasenball. Mann, ich verstehe es nicht. Wie viele Familienväter ihr Leben deswegen kläglich an die Mauer fahren, verschulden sich in diesen dunklen Höhlen täglich in Höhe von ein paar Tausendern, können ihre Rechnung kaum bezahlen, kratzen voller Trauer dann die letzten Cent ihres zerbrochenen Traums zusammen, versaufen es dann und enden dann im schlimmsten Fall als Geisterfahrer auf der Autobahn. Mann, Justin, kein Plan, wie man seine Seele an diesen Scheiß verkaufen kann. Junge, schau dich an, du würdest blasen für ein Autogramm von Paul und Willi Gauselmann. Ja, ja, immer auf der... Kennt auch keiner, ne? Die Gauselmanns. Höchst selbst verantwortlich für den Decline, für den Absturz sämtlicher männlicher Familienväter, Söhne und hast du nicht gesehen. Die Gauselmanns haben auf jeden Fall einiges kaputt gemacht. Ich werde demnächst, wenn ich noch ein anderes Format hier, wo es dann nicht mehr nur um Battles geht, anfange, unter anderem auch mal über das Thema reden. Weil als Selbstbeteiligter und Teil einer Subkultur, Teil der Hip-Hop-Generation, ist das, glaube ich, wichtig, dass man das mal anspricht, und das werde ich auf jeden Fall demnächst ausführlichst tun. Wieder hier, keiner weiß, wer Gauselmann ist, deswegen keine Reaction. Immer in der Spiele auf der Jagd nach dem vollen Bild. Ich glaube, du bist nicht voll im Bild. Mann, dir sollte doch mal jemand gesagt haben, dass der Scheiß langfristig dein Konto killt. Mann, die einzigen Himmelskörper, die der Vogel kennt, sind Merkur und Sonne. Mann, mach so weiter und du stehst nicht nur in der Cypher irgendwann neben der brennenden Tonne. Ich meine, verdammt nochmal, Justin, was ist bloß los mit dir? Diese Automaten sind so programmiert, dass man auf lange Sicht sein komplettes Geld verliert. Guck doch mal, ich battle dich nicht mal, ich helfe dir. Du fucking Mini-G. Du fucking Mini-G, scheiß mal auf die Freispiele. Verbring doch einfach mal einen schönen Nachmittag in der Eisdiele. Zum Beispiel Kaffee Minini, gib doch scheiß viele. Mann, du völlig verblödeter Affenarsch. Fress mal, mach mal lieber deine Hausaufgaben und fress mal lieber schön dein Blattspinat. Ich weiß, du hast dein Bart, aber erst seit der letzten Klassenfahrt ist dein kleiner Sack behaart. Mann, seit 2 Jahren hatte gerade mal die Mindestgröße für die Achterbahn und brauchte damals noch ein Kissen unterm Arsch, um allein mit Papas Wagen durch die Stadt zu fahren. Mann, ich glaube ja, dass du ein bisschen auf Street machst, weil du noch nie so richtig verliebt warst. Denn mit deinem kleinen Piepmatz ist der einzige Ort, wo du Stils hast, der heimische Spielplatz einiger Kitas in deinem heimischen Kiez, was? Ich meine, frag meine Verflossene nach ihm, dann errötet die Ex und sagt, ach ja, der Justin, ha, er hat mich zum immer verwöhnt und war nett, war aber nicht der Größte im Bett. Der stöhnte wie ein Depp, denn er klang immer wie so eine kleine Schildkröte im Bett. Mann, was laberst du, kleiner Dreikäse hoch, bitte von Saunaclub? Du bist ein kleiner Zitterall wie Campino. Wenn Jizzy in den Puff einläuft, drehen sich alle Nutten um und schreien nur Bambino! Denn sie sehen keinen Mann dort. Mann, besorgt dem Punk dort den Transport zurück an seinen Standort nach Scharnhorst oder Manfort. Mann, wärst du nicht so eine kleine androgyne Bitch, würde ich sagen, bring diesen Mann fort. Aber es geht nicht, weil du zu viel Östrogen im Blut hast, Justine. Verdammte Scheiße, Alter. Mann, dein Kopf ist immer noch eine pubertierende Pickelhaube wie der Helm von Otto von Bismarck. Spiel mal nicht so viel Glücksrad, ich brech dir dein Rückgrat. Und das ist so sicher wie der Fakt, dass in jeder Filmszene dieser Welt nie jemand nach einem Telefonat vor dem Auflegen Tschüss sagt. Mann, geh dich ins Knie. Das ist halt so ein Ding, das kann man in der Diskussion bringen. So, das ist, Filmfans fällt das auf, aber das ist natürlich keine Line für ein Battle, Alter. Das ist so zum Rewatchen und so, aber das zieht natürlich live nicht. Und er hat jetzt schon so eine, ist schon sowas wie eine kleine Durststrecke, was wir jetzt gerade sehen, was aber nicht an seiner Qualität liegt, sondern die Leute sind einfach so ein bisschen, da werden keine Spitzen mehr gesetzt. Die haben gemerkt, okay, der erzählt ihm was von der Spilo, da haben die nicht so Interesse dran, dann kommt er da drauf nach dem Motto, du bist so jung, du hast doch noch nie gebumst, du hast einen kleinen Pimmel und so, da hat die Crowd nicht so Bock drauf, weil ihren Liebling Jizzy sowas einstecken zu sehen, da haben die keinen Bock, das zu feiern. Ja, dafür ist es nicht gut genug, dafür ist es nicht krass genug. Und das lassen die den Greg Pipe jetzt auf jeden Fall ein bisschen spüren. Ficken, du Stricher, mit deinem mickrigen Glied, das aussieht wie ein Kitzler. Mann, ein Pimmel ist so klein, man könnte glatt meinen, du hättest gerade deine 17. Bar Mitzwa. Ich bin Smoother G. Und das zum Beispiel wäre eine Line gewesen, hätte Jizzy die gebracht, hätte die geknallt. Aber weil der die auch besser bringen kann, weil die stumpf ist, ne? Aber für Greg Pipe passt die nicht so sehr. Ich bin Smoother G, yeah. Das gefällt euch, ne? Mann, ich bin Smoother G.
Fühl mich mit 70 noch mit Peace vor dem Kamin sitzend als Kiffer. Ich genieß bisschen das Twizzler und mach immer noch Money, denn ich hab einen Hang zum Geld verdienen wie ein Skipistenbesitzer. Oh, Jesus Christus, dieser Hedonismus, vielleicht für die meisten zu viel, aber merkt euch eins, G-Pipe, Top 5, Dead or Alive, ansonsten ist der Scheiß Blasphemie. Time. Schöne zweite Runde von Greg Pipe-Murph, mach mal Lärm! Muss dazu aber auch sagen, es ist das letzte Battle des Abends gewesen und der Tag hat sich wirklich extrem gezogen. So. Deswegen kann man der Crowd nicht auch so einen hundertprozentigen Vorwurf machen, aber die haben den jetzt schon da ein bisschen hängen lassen. Freut euch jetzt auf die zweite Runde von Jizzy. Ach Gregor, ich fick deine Schlampe um 4 Uhr. Durch die vielen Blowjobs hat sie eine ausgeprägte Nackenmuskulatur. Mein Schwanz ist beschnitten. Sie hat mir so viele Blowjobs verpasst, ihr Kopf ist mittlerweile mein persönlicher Vorhautersatz. Das ist ein Rap-Battle und kein Schulreferat. Und du regst dich darüber auf, wenn hier jemand Hurensohn sagt? Hurensohn. Aber ich hab gesagt, heute wird keine Mama beleidigt. Ganz im Ernst, deine wäre auch zu alt für die Scheiße. Du fickst mich niemals. Das Einzige, was du fickst, sind Tiere richtig krank. Was für Zeugen, die sind alle jetzt im Ziegenschutzprogramm. Dich zu besiegen, hat bis jetzt keiner geschafft, aber von den Battle-Rappern ist auch jeder Zweite ein Spaß. Was für legendär, das Feuer über Deutschland brennt nicht mehr. Du hast schon übelst gerappt, da gab's noch Schüler-VZ, echt zu gestört. Hiernach ist deine Zukunft dunkler als mein Handybildschirm. Ach was, der ist Legende, ich mach einmal so und hab deine Karriere beendet. Insider-Shit, ist doch nur Crack. Niemals kannst du dich mit Jizzy vergleichen, das Einzige, was bei dir für O sorgt, sind deine Beine. Jetzt macht mal Lärm, ohne zu scherzen, sonst denkt ihr, macht eine Schweigeminute und fängt an, auf euch Dosen zu werfen. Dosenschmeißer, Hosenscheißer, du wirst kein Millionär. So sieht Curse aus, wenn er bei 187 wäre. So sähe der und der aus, wenn nicht das und das passiert wäre. Ich will nicht sagen, ich hab's erfunden, aber ihr kennt doch den Rest. Nein, Gregor sieht so aus, als hätte er das Kreatin geraucht und wäre Opfer von Ketaminmissbrauch. Du sagst selber, deine Clique ist gegen die Legalisierung von Drogen. Als ich deine Fresse sah, dachte ich mir auch, die sind auf jeden Fall verboten. Warte, ey, warte. Das war ein bisschen ein kleiner Versprecher, auf jeden Fall verboten. Versuch mit dieser Haltung neue Supporter zu holen, aber ohne Instagram hättest du keine Vorbildsfunktion. Ich auch nicht, trotzdem nenne ich nicht den Namen deiner Firma, auch wenn du dort öfters im Abseits stehst als Kreisliga-Stürmer. Sobald ich von der Bühne gehe, bin ich der gleiche Interpret, während du im Büro sitzt mit deiner zweiten Identität. Ich hab nie gesagt, like meine Seite oder teilt meine Scheiße, weil wenn du machst, was du liebst, kommt der Hype von alleine. Auf dem Splash. Sehr geil gesagt, auf jeden Fall zieht auch übelst, hat er auch, okay, er hat nicht recht, aber er hat das Recht, das auf jeden Fall zu sagen, wenn du machst, was du liebst, kommt der Hype von alleine. Da werde ich demnächst auch nochmal drauf eingehen, auf so ein paar in meinen Augen falsche Weisheiten, die im Internet von irgendwelchen hirnlosen Leuten gedroppt werden. Natürlich, also wenn du machst, was du liebst, kommt der Hype von alleine, ist natürlich eigentlich Schwachsinn, weil nicht jeder, der macht, was er liebt, kriegt irgendwann einen Hype. So, wenn du machst, was du liebst, aber kein, guck mal, so mit Native zum Beispiel, ne? Der, weiß nicht, der, haben wir den hier immer mal im Bild, Alter? Ist doch scheißegal, Alter. Native, wer den kennt, wer ihn nicht kennt, scheiß drauf, ihr habt nichts verpasst. Ein großer Schwarzer mit einer Brille, sieht verjunkt aus, auf jeden Fall. Macht seit 13 Jahren Battle Rap, weil er das liebt. Und der Hype ist wo? So, das ist seit 13 Jahren ist der personifizierte Battle-Rap-Müll. Also stimmt das so nicht, was er sagt, aber Jizzy kann das sagen, weil er ein Beispiel dafür ist, dass es doch auch gehen kann. Auf dem Splash wurdest du gebodybagged, hässlicher Lutscher, und das lag nicht daran, dass die Headsets kaputt waren. Aber gutes Comeback, Lyrico, Davy Jones, alle zerbombt, du bist fast angekommen. Battle Rap, Chatroulette, du musst ein paar Schwänze durchnehmen, damit du am Ende eine Transe bekommst. Cynic. Ganz wichtig. Ja. Da werden wir demnächst auch nochmal drüber reden.
Es gibt kein Karma, ne? Es gibt kein Karma, aber wenn es Karma geben würde, hätte es jetzt hier zugeschlagen. Ne? Weil man nimmt nicht meinen Namen in den Mund, ohne ungestraft davon zu kommen. Sinnig. Wenn du am Ende eine Transe bekommst. Da disst er den Most Viewed, Alter. Sein Ernst? Sinnig. Sinnig. Und jetzt? Hi. Ja. Battle Rap, sein Vater ohne Vaterschaftstest. Damals bei Feuer über Deutschland hast du alles zerfetzt. Mittlerweile Nase auf Flex, du ziehst paar Bahnen weg. Out for Fame ist kein Atlas, doch sie haben die Legende auf die Karte gesetzt. Allah, jede Line kommt zielsicher, bringt dich um die Ecke wie ein geschmierter Schiedsrichter. Du orangenes Gummibärchen, fick deinen Scheißtext. Du bist doch Pokerspieler, man kann nur das gewinnen, was man einsetzt. Bei jedem guten Porno kommt der Kampfshot am Ende. Yo, Jizzy, time du Legende. Schöne zweite Runde von Jizzy, mach's doch mal was hören. Okay, letzte Runde von Greg Pipe. Alright, Kid, nice shit. Aber real talk, das, was du gerade gesagt hast, hat mich nicht so wirklich beleidigt. Ja, ich stehe bei meiner Arbeit im Abseits, bla 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 bla, ich weiß es. Mein Junge, hör mal zu, egal was Leute sagen, egal wie lange ich verdammt nochmal diese Scheiße noch mach. Fuck. Hey. Okay, hier kommt er jetzt, glaube ich, raus, weil, der Rundenanfang nicht sitzt. Der Anfang war gefreestylt, ist darauf eingegangen, was Jizzy gesagt hat, und das ist dann immer das Risiko. Man muss sich sicher sein mit seinem Rundenanfang auf jeden Fall. Der muss eingestampft sein im Kopf auf jeden Fall, weil wenn du davor freestylst, kann man rauskommen, und ich glaube, das ist hier gerade passiert. Mann, ich habe vor dem Battle Rocky 6 geguckt und hat dein Bild am Badezimmerspiegel kleben, und jedes Mal, wenn ich morgens reinkam, bekam erstmal der Badezimmerspiegel Schläge. Mann, meine Frau wollte wegen deinem Scheißbild das Badezimmer nie betreten, also musste ich am Ende dein Scheißbild wieder vom Badezimmerspiegel nehmen. Das hat mich dick abgefuckt, Alter, ich schwöre. Und vor dem Battle musste ich mir ständig anhören, du gegen Jizzy, is wack, mismatch. Ich so, warum denn? Für so einen alten Mann wie mich nicht schlecht, bisschen Training für die Fitness, wenn ich Kids Mac, paar Bitch Slaps, oben, unten, links, rechts, Rücken sticht jetzt. Performance. Ja, verdammt nochmal, Pranks in the Hood war bei mir noch Zahnpasta unter Türklinken schmieren oder Schellekloppe spielen, den Unterschied zwischen Gut und Böse erklärt mir noch Skeleton, He-Man. Mann, ich hab noch echte MCs gefeiert, die ausgefeilte Lyrics auf übernice Beats bang, damn, das konnte man noch Musik nennen. Meine Schlager sind Songs wie AT Aliens, Insane in the Brain, Cream und Nothing but a G-Thang, fuck. Die Helden meiner Generation sind M, Nas, Biggie, Pan, Guru, X, L, Busta, Luda, Tupac, Shakur und Co. Die Helden deiner Generation sind 21 Faggot, Lil Pussy Vert, Lil Schwanz und Young Hurensohn. Mann, damals trugen MCs noch die Attribute Big Old oder Fat. Heute ist es Lil, Young und Skinny. Ich schwöre, es fehlt nur noch Wack. Und für jeden, der jetzt meint, Skirt, was für ein ekliger Head, was redet der Depp, der hatet voll Trap, der hat das Game nicht gecheckt. Fuck, der hat das Game nicht gecheckt. Dem erkläre ich mal eines. Okay, jetzt ist da wirklich de facto was am Rütteln im Kopf. Da läuft nicht mehr alles beieinander so richtig. Das Ding ist, wenn man so strukturiert schreibt wie er, glaube ich, wenn du einmal so einen Verhaspler drin hast, der so das System so ein bisschen durchrüttelt, dann schwingt das so ein bisschen nach und zieht sich so durch die ganze Runde, weil da aus dem Anfang Stolper aus der dritten Runde ist, kommt der jetzt nicht mehr raus. Obwohl Lines dabei sind, die nice sind, die auch bejubelt werden, und Jubel geben einem eigentlich die Sicherheit, dann wieder in den Text reinzufinden und wieder selbstsicher zu performen. Aber das findet jetzt hier nicht statt. Ich weiß nicht, ob es mit Lernen zu tun hat, ich weiß es nicht, ob es vielleicht ein bisschen viel war, im März ein Battle zu machen und dann direkt im Juni wieder. Aber ja, ist auf jeden Fall merkwürdig, weil Greg Pipe, glaube ich, vorher mit der einzige MC war, der noch nie irgendwie einen Texthänger hatte. Ah, fuck, Alter. Eine Sekunde, Alter. Ich muss mal kurz. Trinky. So, und ab jetzt ist es dann auch wirklich ein Choke. Also, ne, was Jizzy vorher hatte, war so, kam man so. Der hat Stumbler gehabt, da war auch ein Mini-Joke dabei auf jeden Fall, der so nach dem Cynic, der so
7, 8 Sekunden ging. Aber das ist jetzt halt schon wirklich ein verifizierter Joke. Und so hat man halt die Legende Greg Pipe noch nie gesehen. Und es ist auch in der Psyche des Menschen einfach verankert, dass du einfach, guck mal, Mayweather, ne, was hat er gemacht? 51 zu 0. So, du willst einmal sehen, du willst Legenden fallen sehen, Alter. Du willst einfach, du hast Bock, Leute steigen zu sehen. Und wenn sie dann so unantastbar wirken, hast du auch Bock, die einfach fallen zu sehen. Es ist einfach unterbewusst so. Und das kann sich auch keiner von frei machen so. Es ist halt einfach interessant. Jemanden zu sehen, der immer auf Top-Level abliefert, performt, über so viele Jahre dann jetzt einmal zu sehen im Moment der Schwäche. Der hat das Game nicht gecheckt. Oh fuck, Alter, ich bin raus, Dicker, Alter. Time, Bro. Das war die dritte Runde von Greg Pipe Merz. Lass mal was hören. Und jetzt kommt die letzte. Natürlich ein scheiß Ende so, weil bis dahin war das Ding eigentlich auf Augenhöhe, ne? Letzte Runde von Jizzy an den Tonmann. Kannst du das Mic von Jizzy noch ein bisschen lauter machen? Ich muss dich einfach klatschen. Du hast jetzt zwar aufgehört, aber ich muss leider noch eine Runde weitermachen. Auf jeden Fall, wenn du auf der Arbeit meine Battles konsumierst, kann es passieren, dass du deinen Job verlierst. Du willst nicht, dass Davy Jones über deine Arbeit rappt? Jetzt mal ehrlich, wer will wissen, wo du arbeitest? Battle Rap sein Vater, laber keine Scheiße. Du wolltest Mucke machen, charten mit der Scheiße. Denn Battle Rap war dein Plan B, um Plan A zu erreichen. Oder, wenn du mit deinem Leben so krass zufrieden bist, warum postest du dann bei Facebook, dass du eine Gehaltserhöhung kriegst? Und sie nennen dich Legende. Ich kann in dir nur ein Knecht sehen. Damit willst du doch nur aufzeigen, wie gut es dir ohne Rap geht. Und du fragst mich, was ich hier zu suchen habe ohne Junge. Leute wissen, das ist, soll eine Punchline sein von der Betonung her. Deswegen klatschen ein paar Leute mit. Aber eigentlich ist da, wäre bei Greg Pipe auch Stille gewesen. Wäre da auch Stille angebracht gewesen. Weil die Unsicherheit von Greg Pipe sich irgendwie jetzt auf Jizzy überträgt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ob der jetzt auch nicht so stramm gelernt hat vorher. Das ist auf jeden Fall merkwürdig, weil das auch nicht mehr flüssig ist jetzt. Jungs wie mich hätte Rapper Mittwoch schon letztes Jahr zugemacht. Oh mein Gott, Alter. Da haben wir wieder einen. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht jede Folge diese Rants erlauben, aber einfach nochmal ganz kurz zum Exposen. Also erstmal Bombenline auf jeden Fall von Jizzy. Die jetzt kommt. Und du fragst mich, was ich hier zu suchen habe. Ohne Jungs wie mich hätte Rapper Mittwoch schon letztes Jahr zugemacht. So. Du bist also der Meinung, das, was Jizzy sagt, ist Real Talk. Um dich rum ist, glaube ich, jeder der Meinung, dass das, was Jizzy gesagt hat, Real Talk ist. Warum rufst nur du? Und du fragst mich, was ich hier zu suchen habe. Ohne Jungs wie mich hätte Rapper Mittwoch schon letztes Jahr zugemacht. Gian reagiert sofort. Goiner ist natürlich ein bisschen langsamer. So, alle checken's. Aber du bist der Meinung, das nochmal laut kundtun zu müssen. Und top das Ganze noch mit... So, nach dem Motto, ich kann es nicht verstehen. Ich glaube, du hast beide Hände frei. Mach den. Was ist das? Was ist das? Ist das Brian Damage Gedächtnisklopfer? Was soll das? Was machst du? Was ist für ein Gesichtsausdruck auch nach dem Motto? Ja, Mann. Der baut sich auf. Also was stimmt hier drin nicht? Irgendwas macht da bzzzt nach der Punchline. Dass du dich hinstellst und Folgendes machst. Ja, zugemacht. Ah, nochmal sogar. Dreimal Real Talk, Junge. Geh nach Hause. Dein Legendenstatus. Fick auch deinen Beruf. Mein einziges Ziel im Leben ist, mit Ende 40 nicht zu sein wie du. Dein Vater sagt... Okay, Jizzy ist... Gian hypt Jizzy auch wenig während des ganzen Battles. Ne? Also,
Das ist schon sehr, sehr einseitig seiner Seite aus. Ich weiß jetzt nicht. Also, das ist schon so dieser Modus nach dem Motto: Sag einfach nur irgendwas, damit ich irgendwie fake lachen kann. Nicht zu sein wie du, dein Vater. Dein Vater sagt, dass. Vor allem Ende 40. Nicht so sein wie du. Das Ganze hier ist nicht mehr als Negermusik. Für diese rassistische Aussage hat der Bastard eine Schelle verdient. Was ist los in deiner Familie? Hat deine Mutter bei Davy Jones geblasen oder ist sie so rassistisch und hat ein extra Loch für Schwarze? Für solche Aussagen haut man dir alle Zähne raus. Und dein Gebiss hat mehr Lücken als mein Lebenslauf. Du bist Spanier? Hijo de puta. Du hast den IQ von einem Stein, auch ohne Blick von Medusa. Und du wirst reduziert auf deine miesen Skills? Kein Wunder bei dem Spiegelbild. Seid ihr schwerbehindert? Der Tag, an dem Jizzy Fake Jokes macht für eine Crowd Reaction, ist der Tag, an dem die Erde stillstand. Das verstehe ich nicht, ey. Also, was hat sich da gereimt? Und das ist doch unlogisch, oder? Schwerbehindert? Der Tag, an dem Jizzy Fake Jokes macht für eine Crowd Reaction, ist der. Kein Wunder bei dem Spiegelbild. So, jetzt macht der schauspielerisch unterirdischen Fake-Joke. Seid ihr schwerbehindert? Der Tag, an dem Jizzy Fake-Jokes macht für eine Crowd-Reaction, ist der Tag, an dem die Erde stillstand. Also er hat natürlich von der Reaction her ist natürlich geil für ihn gelaufen, dass bis jetzt so viele Fehler im Battle passiert sind, dass der eine einen Stolperer hatte, einen Mini-Joke, der andere einen richtigen Joke, musste aufhören. Dann fängt er jetzt noch an, wo seine Performance eh schon unsauber war. Die Leute denken, scheiße, der choked. Dann choked er doch nicht und das feiern die. Aber die Line macht überhaupt keinen Sinn, Alter. Der Tag, an dem Jizzy Fake-Chokes macht, hat er da ja gemacht. Das ist ja ein Fake-Choke. Also der Tag ist der Tag, an dem die Erde stillstand. Also das ist jetzt der Tag, an dem die Erde stillsteht. Oder? Also, das ist, glaube ich, ein Denkfehler. Ich bin nicht wie du. Würdest gerne alles für die Klickzahlen tun, Mister. Ich hab fünfmal so wenig Likes, aber dafür bin ich fünfmal so viel Hip-Hop wie du. Mach weiter so beschissene Moves. Ein Grund mehr, dem Bastard zu klatschen. Du bist jemand, der seine Werte verbrennt, nur um etwas Asche zu machen. Und der ist die Nummer eins. Wenn es einen Knebelvertrag geben würde, wärst du der Erste, der unterschreibt. Bei sowas kriegt man Hass, Allah. So ein Spaß, Allah. Jedes Wort, jeder Satz, Allah. Ich brauche nur eine Zweckreimkette und noch 10 Jahre von meinem Leben zu verkacken und bin auf Gregpipe-Level, was, Allah? Du bist so stabil wie Durchfall. Der Grund, warum ich Greg. Ja, ist ein veritabler Vergleich auf jeden Fall. Sollte eigentlich am Ende des Satzes kommen, weil das eine Punchline ist so. Aber Jizzy haut halt manchmal als Setup-Lines raus, die worauf andere Leute als Punchline nicht kommen. Du bist so stabil wie Durchfall. Der Grund, warum ich Gregpipe platt mache, das ist Turn Up Money Boy gegen Dreh Up Azad. Die Leute, die sagen, dass du King bist, sind geistig behindert, aber auch auf dem höchsten Thron sitzt du mit deinem eigenen Hintern. King der Community, aber kein Album geht Platin, obwohl du dich am Schwanz hochziehst wie Masupilami. Anscheinend bin ich zu korrekt gewesen für diese Battle-Szene, hab jeden, der hier auf der Bühne stand, schon mal Respekt gegeben und weil sie meine Dankbarkeit als Schwäche sehen, wird von diesen Hurensöhnen hinterm Rücken schlecht geredet. Ich scheiße auf die. Ich hab noch mal richtig. Ich scheiße auf die. Ich hab noch mal richtig Bock auf dem Frauenfeld den Rahmen zu sprengen. You Jizzy, niemals wird die Saga beendet. Time, Merz, mach mal Lärm für die nächste Runde von Jizzy. Merz, ich will noch mal kräftigen Lärm für diese beiden MCs haben. Lass mal was hören. Das war ein würdiger Abschluss für die Battles. Macht auch nochmal kräftigen Lärm für alle Battles, die davor waren. Fürs Olymp-Festival, für Merlin, für DJ, für den DJ, für die Kamerajungs, für alle zusammen. Ich hab mir also, war wirklich ein geiles Ding. So ist natürlich ein klares Ding an Jizzy. Ich glaube, wenn Gregpipe nicht gechoked hätte, wäre es auch knapp an Jizzy gegangen. Hervorragende Leistung. Der hat mittlerweile einfach gar keine Qualitätsabfälle mehr so. Zieht seit 2 Jahren das Ding, wie er selber sagt, schon eigentlich auf einem Level konstant durch und das ist ein überdurchschnittliches Level. Viele Leute sagen ja immer so, ey, ein Cynic würde ich gerne mal bei Dilti im Kreis sehen. Ne?
Kann ich mir auch denken, weil es einfach eine geile Vorstellung ist so. Aber ich zum Beispiel als Battle Rap Fan, ich fände es viel interessanter, Jizzy mal im Kreis zu sehen. So, ich glaube, der wird es nicht machen, weil Jizzy und Finch sind ja so miteinander und die haben, glaube ich, so ein bisschen Animositäten, was Diltili betrifft. Aber ich fände das auf jeden Fall viel, weil dass ich mich anpassen kann oder dass ich performen kann oder dass ich Leute einschätzen kann, wie ist die Crowd, mal mit Köpfchen, mal stupide, mal das so. Von der Range her ist gar kein, ist kein Thema. Aber ich würde halt gerne mal Jizzy mit seinem Style bei Diltili sehen, weil das halt nicht der Style ist, der da eigentlich so gefeiert wird. Deswegen, und wenn er gefeiert wird, sind es halt Leute, keine Ahnung, wie Indoor Stan oder so. Auf jeden Fall nicht keiner von den Top-Leuten so. Selbst Jarambo macht das noch anders als Jizzy. Das würde ich zum Beispiel gerne sehen, so als, nicht weil ich mir denke, das wäre bestimmt voll crazy, aber weil ich das so als Hobbypsychologe voll interessant fände, dieses Bild da so. Aber gut. Killer Typ auf jeden Fall. Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Glück mit seiner EP, die jetzt bald, so wie vereinbart, glaube ich, bei Kolle rauskommt. Ja. Zu Gregpipe gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Ding, was er auf dem Frauenfeld hat. Und noch viel mehr auf das Battle, was er nach dem Frauenfeld macht, weil das ist dann so. Das wird auf jeden Fall anstrengend und ekelhaft. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und mache ich heute ein Schlusswort? Ich glaube nicht.